und reden dann jetzt mit den beiden Brüdern. Wen haben wir denn da? Was? Wo denn? Ich sehe nichts. Da ist ein Typ im Clownskostüm. Nimm mich nicht schon wieder auf den Arm. Du weißt doch, dass ich mich nicht umdrehen kann. Ja. Wer seid ihr? Wir sind Steine. Ach, ist das so? Ja, ich bin Ralf. Und das da hinten ist Ingo. Er ist mein Halbbruder. Nee, ich bin nicht dein Halbbruder. Ich bin dein Bruder. Ja, aber wir sind zu zweit. Und Bruder geteilt durch zwei, das ergibt Halbbruder. Bist du dir das sicher? Na klar, aber ich kann gerne noch mal auf meinem Rechenschieber nachsehen. Oh, das wäre super. Jep, Halbbrüder, wobei ich mehr Hirn abbekommen habe und du mehr Stein. Und das sagt dir alles der Rechenschieber? Ja, hier steht's. Mann, ich würde auch gerne mal da drauf gucken. So ein Ärger, dass ich mich nicht umdrehen kann. Ja, das hier ist halt wirklich so ein echter LucasArts-Moment von den Animationen und den, vor Sarkasmus nur so triefenden Dialogen. Herrlich. Was treibt man als Stein denn so den ganzen Tag? Was denkst du denn, was wir tun? Wir tun das, was die meisten Steine so machen. Genau. Wir liegen rum und genießen unser schlichtes Dasein. Das in Ingos Fall besonders schlicht ist. Das klingt fast so langweilig, wie im Zirkus zu arbeiten. Wieso denn langweilig? Wir liegen hier rum, genießen die Sonne und trüben kein Wässerchen. Und wir haben auch keinen geheimen Plan. Die Welt zu unterjochen oder ähnliches. Ingo! Was denn? Es reicht mir langsam mit dir. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Nichts, aber auch gar nichts kannst du für dich behalten. Ich habe doch gar nichts gesagt. Ich habe doch gar nichts gesagt. Es kommt mir wieder vor. Woher sollte ich denn wissen, dass da eine Prinzessin im Käfig sitzt? Mann, ich habe langsam echt genug von deinen Ausreden. Aber du weißt doch genau, dass wir für unseren Plan noch einen Verbündeten brauchen. Eine mit Beinen. Aber doch nicht so ein Grünschnabel. Ja, die Welt unterjochen. Of course. Ja. Klingt nach einer Schnapsidee. Weiß man nicht. Die Welt unterjochen? Das klingt nach einer Schnapsidee. Eine Schnapsidee? Und wie nennst du dann deine Entscheidung, heute Morgen diese Mütze aufzusetzen? Eigentlich schlafe ich immer in meinem Kostüm. Du bist schon wirklich seltsam, sagte der sprechende Stein. Und wie wollt ihr die Welt regieren? Na, wie wohl? Mit steinerner Faust. Genau. Und nur zur Information. Ich bin kein Grünschnabel. Siehst du? Er ist kein Grünschnabel. Und ob er einer ist? Einer mit einem besonders grünen Schnabel. Für dich sind alle Beinwesen immer gleich Grünschnäbel. Hey, Ingo! Was ist denn das da vorne? Wo? Wo? Es scheint mir eine saftige Wiese zu sein. Oder ein großer Laubfrosch. Ich kann es nicht genau sehen. Es leuchtet so grün. Was ist es? Sag's schon. Hey, Moment. Jetzt kann ich es doch erkennen. Ja, genau. Es ist sein Schnabel. Habt ihr es bald? Ich wollte mich eigentlich noch von anderen Dingen beleidigen lassen. Eine Wurzel, einen Blätterhaufen. Oh, du willst wohl widersprechen, Du wirst wohl nicht gern für einen Grünschnabel gehalten. Oh ja, ihr habt mich durchschaut. Es ist mir nämlich ausgesprochen wichtig, was zwei Steine am Wegesrand von mir denken. Du könntest uns ja das Gegenteil beweisen. Würde mich sehr wundern, wenn er es schafft. Wir sollten ihm wenigstens eine Chance geben, Ralf. Na gut, dann stelle ich ihm die Fragen. Auch wenn ich mir sicher bin, dass er sich nur blamieren wird. Wir werden sehen. Und ob wir das werden. Ha, bestimmt denkt er sogar, dass Shana ein mystisches Schlangenwesen ist. Aber Ralf, Shana ist doch ein mystisches Schlangenwesen. Unsinn. Shana ist natürlich ein Vogel. Du irrst dich. Möglich. Mich würde aber interessieren, was unser Grünschnabel denkt. Also, wer ist Shana? Ja, blamieren oder kassieren. Shana, ja, die ist ein mystisches Schlangenwesen. Shana ist ein mystisches Schlangenwesen. Denkst du das also, Interessant. Stell ihm die zweite Frage. Ja, da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Wie viele Augen haben mehr Augen? Das ist leicht. Es sind natürlich 9. Du bist ein Trottel, Ingo. Mehr Augen haben natürlich nicht 9, sondern 11 Augen. Die Antwort ist 9. Ich bleibe dabei. Nein, es sind 11. Unser grünschnabeliger Freund wird das auch gleich bestätigen. Also, wie viele Augen hat ein Meerauge? 9 oder 11? 9, 11. Ob das gewollt ist,
wahrscheinlich eher Zufall, aber es sind 11. 11? Das ist deine Antwort? Du hast ihn doch gehört. Stell ihm die dritte Frage. Schon gut, drängel nicht so. Die Frage lautet, wo wohnt Kalida? Ich weiß es, ich weiß es. Sie wohnt in der Mitte des Sees. Quatsch! Kalida wohnt in einer Höhle. Meinst du? Was ich meine, ist irrelevant. Der Clown soll die Frage beantworten. Also, wo wohnt Kalida? Ja, in der Mitte des Sees. In der Mitte des Sees? Potsdonner, du bist ja doch kein Grünschnabel. Ich habe immer an dich geglaubt. Habe ich es nicht gesagt, Ralf? Ist ja schon gut. Hier, nimm das Steinpulver. Und vergrößere damit die Grenzen unseres Machtbereiches. Ja, das böse Lachen haben sie drauf. Das muss man ihnen lassen. Soll ich euch mal woanders hintragen? Untersteh dich! Wir lassen uns nicht herumschubsen. Von niemandem! Also ich hätte nichts dagegen, ein wenig gedreht zu werden. Ich gucke die ganze Zeit auf diesen Felsen dort drüben. Hast du überhaupt keine Würde? Wir sind Steine. Wir brauchen keine Hilfe. Aber Ralf, der Felsen sieht aus wie das Hinterteil einer Kuh. Außerdem liege ich schon seit Jahren auf einem Spitzenstock. Ich mag aus Stein sein, aber ich habe trotzdem Gefühle. Wir lassen uns nicht rumtragen und dabei bleibt es. Ja, aber wir suchen ja die gute Shana. Wisst ihr, wo ich Shana finde? Shana? Die wohnt in dieser Hütte da hinten. Du Ralf? Mann, wird die sich freuen. Du Ralf? Ich glaube... Sie hatte schon seit Jahren keinen Besuch mehr. Stopp mal, welche Hütte denn? Da steht nur eine Tür. Was? So ein Unsinn. Nein, Ralf. Er hat recht. Shanas Hütte ist eine Ruine. Schon seit langem. Aber wie konnte das passieren? Erinnerst du dich an diesen schweren Sturm vor 8 Jahren, 3 Monaten und 25 Tagen? Natürlich. Ich bin ein Stein. Ich vergesse nie etwas. Tja, dann erinnerst du dich sicher auch noch an das Erdbeben am nächsten Tag. Und ob? Das war der Tag, an dem meine Termitenfarm kaputt gegangen ist. Verfluchte Erosion. Dann ist das Haus also einem Erdbeben zum Opfer gefallen? Nein, den Termiten. War klar. Termiten zu vermieten. Heißt das, Shana wohnt hier nicht mehr? Nein, nein, sie wohnt noch hier. Tut sie das? Ja. In der Hütte? Ja. Von der nur noch die Tür steht? Jetzt hast du's. Oh Mann, ich bekomme schon wieder diese Kopfschmerzen. Ja, ich auch. Bis später. Du weißt ja, wo du uns findest. Wir sind Steine. Wir laufen schon nicht weg. Nee, das ist eher unwahrscheinlich. Diese Hütte hat übrigens ein Geheimnis. Verschlossen. War ja klar. Nee, geh hier vorne lang. Mach bitte die Tür auf. Aber wir müssen von hinten durch. Das ist nämlich eine magische Tür. Huch! Wo bin ich denn jetzt gelandet? Wie ist das möglich? Shana? Tja, was haben wir denn hier alles? Der Sessel. Shana scheint nicht zu Hause zu sein. Und hier drüben übrigens, das ist Edna aus. Edna bricht aus. Was sind das bloß alles für Zettel? Ja, können wir den mitnehmen? Es würde ewig dauern, bis ich... Tja. Der Herbstwald ist auf dem Globus nicht einmal eingezeichnet. Corona ist weit entfernt. Können wir den Globus mitnehmen? Nein, danke. Es fühlt sich auch so schon an, als würde ich die ganze Last der Welt auf meinen Schultern tragen. Ja, eine Referenz zu Atlas natürlich, dem Titan aus der Mythologie. Da muss ich natürlich direkt an Bioshock denken. Und wir gucken mal, ob wir was mit der Uhr anfangen können. Ja, da fehlt leider ein Zeiger, aber... Wir können die Gräte nehmen und als Stundenzeiger benutzen.
Passiert da irgendwas? Shana scheint nicht zu Hause zu sein. Hallo, Shana? Das sind keine Kochrezepte. So viel kann ich erkennen. Schade, sonst hätten wir die Opa mitbringen können. Noch was machen? Ich mag die Welt zwar nicht besonders, aber ich will sie auch nicht kaputt machen. Ja, das ist allerdings die Prophezeiung, Sadwick. Ich würde mir den Zettel eigentlich nur gern ansehen. Tja, bringt wohl nichts. Dann erstmal kurz zurück zu den beiden Jungs. Hallo, ihr zwei. Ingo, sieh nur, der Clown ist wieder da. Du kannst mir ja viel erzählen. Ich bin doch gerade an dir vorbeigelaufen. So kurzsichtig kannst du gar nicht sein. Ich war in Shanas Hütte, aber sie war nicht da. Wieso? Wie spät ist es denn? Keine Ahnung. Was tut denn das überhaupt zur Sache? Was das zur Sache tut, fragt er. So ein Grünschnabel. Ach, Ralf. Woher soll er das denn auch wissen? Woher soll ich was wissen? Shana ist ein Orakel, ein magisches Wesen aus einer anderen Welt. Man trifft sie nur zu bestimmten Zeiten an. Um 00:30? Quatsch! Doch nicht um 00:30, du Idiot! Aber irgendwas passierte doch um 00:30. Nichts passiert um 00:30. Um 00:30 bekommt man höchstens mal einen ersten kleinen Hinweis darauf, wann Shana auftauchen könnte. Und wann taucht sie jetzt auf? Um das herauszufinden, wartest du besser, bis es 00:30 ist, oder? Ich hasse euch. Ja. Bis später. Du weißt ja, wo du uns findest. Wir sind Stein. Ja. Ob wir mit dem Hinweis was anfangen können? Wahrscheinlich habe ich es wieder falsch gemacht. Na so? Was? Ja. So. Hab ich überhaupt nicht. Das Spiel war nur zu doof, meine Klickerei zu interpretieren. Hat uns das jetzt irgendwas gebracht? Gibt's irgendeinen Lichtstrahl? Hier hoch kann man auch nicht. Es würde ewig dauern, bis ich sie alle gelesen habe. Ja, das bringt leider erstmal nicht weiter. Shana scheint nicht zu Hause zu sein. So weit waren wir auch schon. Hat sich da jetzt was geändert? Hallo, Shana? Naja, ich glaube, wir machen erstmal eine Pause und ich überlege mir in der Zwischenzeit mal, was wir hier machen müssen.